Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft. Es wurde sich oft von euch gewünscht und jetzt ist es endlich wieder soweit. Wir spielen Minecraft und zwar nicht das normale Minecraft, sondern Minecraft mit Dinosauriern. Das ist, glaube ich, die Version 1.12.2, also eine sehr, sehr alte Version. Aber auf den neueren Versionen funktionieren leider die ganzen Mods nicht. Wir spielen wieder mit der Fossilien- und Archäologie-Mod und noch weitere Mods. So eine Liste von allen Mods schreibe ich einfach unten in die Videobeschreibung, würde ich sagen. Und auch das Resource Pack und den Shader und sowas, das werde ich euch alles unten verlinken. Also wenn ihr da was wissen wollt, schaut da gerne vorbei. Ich versuche jetzt aber erstmal schnell alles zu bauen, was wir brauchen zum Überleben. Weil noch ist es morgens. Und wir müssen halt, bis es dunkel wird, zumindest die Grundsachen alle haben, damit wir uns irgendwo einbauen können. Weil wir spielen im Überlebensmodus und Überlebensmodus heißt natürlich, dass es irgendwann gefährlich wird. Wir sind auch inmitten von irgendeinem riesigen Wald. Und hier spawnen natürlich auch diese Dinosaurier, aber auch liebe Dinosaurier. Aber das heißt, wir müssen umso vorsichtiger sein. Was mache ich hier überhaupt? Wir hätten einfach mal schon so eine Werkbank da oben gebaut. Ja, ne? Die habe ich vergessen. Die nehmen wir nämlich direkt mal mit. Weil wir können erstmal hier die Sachen craften, die wir brauchen. Ich wollte nämlich direkt auf Steinsachen wechseln. Deswegen habe ich nur eine Spitzhacke gebaut. Ich würde auch sagen, da bauen wir uns einmal das volle Programm. Also einmal alles an Tools, was wir so benötigen. Oh, wir haben nicht genug Stein. Okay. Da müssen wir nochmal kurz runter. Dann nehme ich die jetzt aber mit. Sorry, wenn ich manchmal ein bisschen unbeholfen bin, ist es lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. So, noch mehr Stein. Keine Sorge, die Kohle da nehme ich auch gleich noch mit. Und hier ist sogar Eisen. Das ist sehr gut. Das heißt, wir können sogar schon unsere ersten Eisensachen dann herstellen. Die werden wir, glaube ich, auch benötigen, weil ich glaube, Fossilien und so kann man nur mit Eisen abbauen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Deswegen wäre eine Eisenspitzhacke natürlich sehr, sehr schön. Natürlich können wir uns auch direkt eine Eisenspitzhacke machen. Würde ich eigentlich ganz cool finden. So, dann bauen wir mal die Werkbank auf und bauen uns einen Ofen. Und natürlich auch noch ein Schwert gleich. Das war Ofen, ne? Ja. Ofen haben wir hier. Dann können wir den platzieren. Und direkt das Eisenerz einmal durchbrennen. Und dann bauen wir uns noch ein Schwert. So, und dann sind wir erstmal ausgestattet, soweit würde ich sagen. Wir müssen gleich unbedingt noch Essen besorgen. Das ist ganz wichtig. Bevor wir uns dann einbauen nach. Weil die Sonne wandert sehr, sehr schnell. Oh, guck mal. Hier sind sogar schon Fossilien. Das ist sehr gut. Können wir dann gleich direkt abbauen mit unserem Eisen. Oh, das Eisen ist durch. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns nochmal eben Fackeln. 28 Stück haben wir dann schon mal. Das ist gut. Und wir brauchen noch einiges an Stöckern. Und dann machen wir uns eine Eisenspitzhacke. Sehr schön. Jetzt können wir die ersten Fossilien abbauen. Leider nur ein Knochen. Ein Knochen. Ach, alles nur Knochen. Schade, schade. Da oben höre ich auch irgendwas. Ich glaube, da ist so ein Typi. Von der Mod, ne? Da hat, die hat noch immer so Lager irgendwo stehen. Genau. Ja, schaut mal. Habe ich direkt gehört. Okay, der will Smaragde gegen Bio-Fossilien traden. Haben wir leider nicht. Aber wir können den seinen Krams plündern. Denn meine Tür ist schon mal mega praktisch. Den nehmen wir mit. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Ein Bett ist auch super. Und dann haben wir noch eine Fossilienwerkbank. Und ein Sieb.
werden wir auf jeden Fall auch brauchen. Tut mir leid, lieber Thaddeus Alan Grant Verschnitt. Das müssen wir leider alles mitnehmen. Weiß aber gar nicht mehr, was sonst so wichtig war. Nimm einfach mal das mit, was man nicht so häufig sieht. Pflanzenfossil, okay. Mal leider auch nur ein Knochen. Und ich glaube, es lohnt sich sogar hier ein bisschen tiefer zu buddeln. Oh, das ist ein Fossil, glaube ich. Ja, Biofossil, sehr gut. Ich weiß halt nicht, inwiefern man hier tiefer buddeln muss, um noch Fossilen zu finden. Okay, sieht aber nicht so aus. Dann möchte ich weiterziehen, weil ich würde gerne auch noch aus dem Wald hier rauskommen. Das wäre ganz schön. Aber hier sind auch noch so viele Ressourcen. Ah, die Sonne wandert schon so weit. Ja. Die Kohle brauchen wir aber eigentlich noch. Und danach müssen wir uns um Essen kümmern. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Ich glaube, Essen finden ist gar nicht mal so einfach, weil hier halt auch viele Dinos sind, mit denen ich mich halt jetzt, glaube ich, noch nicht anlegen kann. Ohne halt die richtige Rüstung und so. Pilze kann man halt auch erst essen, wenn man auch noch rote Pilze hat und dann solche Schüsseln oder so baut. Kann man, glaube ich, so eine Suppe oder sowas machen. Aber vielleicht finden wir noch mehr Pilze hier im Wald. Wenn wir gleich die roten noch finden, haben wir was zu essen. Tintenfische kann man, glaube ich, nicht essen. Oh, das sind normale Wölfe. Den will ich mich jetzt aber nicht anlegen. Kaninchen, kann man die essen? Ich glaube, die sind voll schwer zu töten. Oha, wie gut der springt. Ist ja gerade durch die Lücke da geflohen. Okay, keine Ahnung. Das ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Wir haben halt echt keine Zeit zu verlieren. Ich glaube, hier geht aber ein anderes Biom los. Oh Gott. Okay, das sieht aus wie ein Therizinosaurus oder so. Wir müssen weiter. Wir haben keine Zeit. Wir müssen halt richtig aufpassen. Oh Gott, der will mich angreifen. Wieso wieder auf mich zugerannt ist, will er mich safe angreifen. Die Teris sind nicht cool. Oh, ich kann gleich auch nicht mehr sprinten, weil wir kein Futter finden. Da ist noch so ein Vieh. Mit der Gewalt hier gefällt mir auf jeden Fall schon mal nicht. Mit einem Therizinosaurus wollte ich mich nicht anlegen. Pteranodons. Wo kriege ich denn jetzt Essen her? Die Sonne geht halt schon unter. Ich werde mal mein Glück da vorne, glaube ich, versuchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da oben vielleicht was sein könnte. Auf dem Berg, weil in so einem Wald ist halt immer schwierig. Aber ich muss mich halt jetzt mega beeilen. Ich hätte gern so ein Boot. Ist das ein Boot? Hier ist eine Schüssel. Das ist ein Boot, okay. Gut, dass es bei Minecraft alles so selbsterklärend ist. Und rüber. Sind Schweine, aber da ist auch irgendeine Katze oder so. Ich glaube, die schläft. Können wir es riskieren? Ich meine, zur Not haben wir unser Boot noch hier. Versuch's. Sieht so aus, als wenn das Tier schläft, was da oben ist. Aber wir brauchen die Schweine. Er schläft.
Was ist denn das? Säbelzahntiger. Nicht aufwachen. Okay, dann ist die Nacht vielleicht gar nicht so schlecht. In der Nacht spawnen zwar Zombies und sowas und das ganze Gedöns, aber immerhin schlafen dann teilweise die anderen Viecher. Okay, die Skelette sind auch gespawnt. Wir gehen in den Boden rein, Leute. Hier oben ist auch noch Kohle, wenn wir rauskommen, jede Menge. Das können wir aber nicht jetzt abbauen. Belegt Schrott. Okay. Ja, gehen wir mal hier in den Boden jetzt rein. Ganz viele Fossilien. Damit können wir noch gar nichts anfangen jetzt gerade. Ich will natürlich später auch Reittiere haben und Dinosaurier, die mich beschützen. Aber dafür brauchen wir erstmal einiges an Sachen noch. Wir können ja auch einfach schlafen gehen. Wir haben ja ein Bett. Ist ja noch besser. Dann brauchen wir gar nicht die Nacht abwarten. Richtig gut. Dann nehmen wir das natürlich alles wieder mit und gehen wieder hoch, würde ich sagen. Natürlich aufpassen, weil die Säbelzahntiger wieder am Start sind. Bisschen Angst. Eine Katze sollte man nie den Rücken zuwenden. Zumindest einer Hauptkatze. Was aber viel Kohle. Dann können wir die andere Quelle einfach da lassen. Die ist mir auch zu nah dran an denen. Ich gehe jetzt rüber, weil ich will gerne in dieses Biom schon gehen. Ich glaube, das ist interessant. Und ich werde jetzt auch, glaube ich, diese ganzen Sachen... Ach doch, ich nehme die mit. Später werde ich die dann wieder suchen und nicht finden, wenn ich es jetzt hier liegen lasse. Davon brauchen wir später durch richtig viel. So, komm, wir gehen mal hier hoch. Dann gucken wir mal, was uns da oben erwartet. Hier ist jetzt genug Kohle. Ein bisschen mehr Eisen wäre noch ganz cool. Das sind die zwei Säbelzahntiger. Können schön da bleiben. Oh, hier sind... Was sind das? Riesige Sauropoden. Das sind, glaube ich, aber keine Brachios. Eher Diplodocus oder so. Da ist auch noch ein kleiner Mikroraptor. Auf der Stelle fliegt er gerade. Aber hier können wir uns mal eben schnell unser Schnitzel braten. Ich glaube nicht, dass die was Böses machen, wenn ich da hingehe. Wir können es ja mal schnell ausprobieren. Die Aggro sind. Guten Tag. Die Plodocus ist tatsächlich. Scheint aber nicht Aggro zu sein, sonst würden die schon auf mich drauf gehen, glaube ich. Darf die halt nur nicht aus Versehen schlagen. Wäre doof. Aber hier finde ich ja schon mal gar nicht schlecht. Hier oben vielleicht so ein Haus bauen? Also es wäre dann hier oben. Ich würde fast sagen, dass wir erstmal noch weiter erkunden, Leute. Aber ich finde halt so ein bisschen besser, als in so einem dichten Wald zu bauen, weil da sieht man halt nicht, was auf einen zukommt. Hier sind halt so offene Ebenen. Aber ich glaube, wir gehen dann gleich hier noch irgendwo hin, in diese Richtung. Und dann gucken wir mal noch weiter. Jetzt habe ich einen Schnitzel rausbekommen. Na super, weil ich keinen Brennstoff reingepackt habe. Oh, da sind auch noch Schafe. Die könnten wir mitnehmen für Fleisch. Das machen wir auf jeden Fall. Weil ich glaube, dadurch, dass Dinos spawnen, ist hier halt nicht so viel normales Getier. Das ist ein Nautilus. So, hier sind die, glaube ich. Was denn das falsch ist? Wir gehen jetzt weiter. Wir holen uns jetzt die Schafe und dann erkunden wir weiter. Bitte nicht angreifen. Ich bin mir eigentlich recht sicher, weil ich glaube, die würden mich auch verteidigen, wenn jetzt ein Fleischfresser kommt. Weil ich muss halt jetzt aufpassen. Wenn ich den schlage, habe ich ein Problem.
Er hat sich hingelegt, das Gepäck. Tut mir leid, Schäfchen. Da haben wir wieder Fleisch und auch noch mehr Wolle. Und dann gehen wir weiter. Oh, noch mehr Schäfer. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie das mit den Spawns war. Nicht, dass hier irgendwann viel zu viele Saurier sind. War das nicht mal so ein Problem von der Mod, dass irgendwie unendlich viele Saurier irgendwann spawnen? Wir dann im totalen Saurier-Chaos umherlaufen? Kann mich nicht mehr so richtig entsinnen. So, da vorne sind auch noch Kühe. Das heißt, wir haben gleich auf jeden Fall die Fleischversorgung und so schon mal hergestellt. Nehmen wir auf jeden Fall auch mit wegen den Federn, weil wir wollen ja irgendwann Pfeil und Bogen haben. Sehr schön. Habt ihr auch alle unterschiedliche Schlafenszeiten, weil die Pyrrhokus scheinen jetzt alle sich hinzulegen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus, muss man sagen. Hier ist ein schön friedliches Gebiet. Aber es würde mich, glaube ich, auch auf Dauer nerven, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dieser Wiese direkt wäre, dass die sich dann da immer drehen und überall durchglitschen und sowas mit ihren langen Schwänzen und Hälsen. Deswegen wäre das hier, glaube ich, keine Option, um hier zu leben. Oh shit, ein Lavabecken. Mit ich kann den da reinschieben. Ein Dino-Killer. Nicht weglaufen. Er will nicht. Alles. Ja? Dass man nicht Karma ist. Aber irgendwie will er nicht verbrennen. Aber die Gegend hier fängt an zu brennen. Das ist nicht so cool. Ich glaube, der kriegt keinen Feuerschaden. Ich hab's versucht. Hier ist auch noch Wasser. Sieht auch interessant hier aus. Sehr schönes Gebiet mit den ganzen Blumen. Sind richtig viele Blumen. Echt toll aus hier. Das wäre auch ein toller Spot für ein Haus, ne? Für so eine kleine erste Hütte. Also schick ist es hier. Dass wir zumindest so einen Respawn-Punkt haben. Es muss ja jetzt kein krasses Haus sein. Einfach nur so ein Standard-Viereckhaus. Aber ist jetzt an sich nicht verkehrt. Ich glaube, das mache ich noch schnell sogar in dieser Folge. Damit wir einfach einen Punkt haben, an dem wir immer spawnen können. So, ich nächtige jetzt hier gerade. Dann können wir jetzt weiterbauen. Vielleicht schnell die Bäume hier. Weil einiges an Holz werden wir brauchen. Kann es gar nicht mehr aufnehmen. Ich habe jetzt schon das Inventar zugemüllt. Es geht auch echt immer sehr schnell, muss man sagen. Ich glaube, die Blätter bauen sich nur ab, wenn wirklich alle Holzdinger weg sind. Zumindest früher in den Minecraft-Versionen, glaube ich, so. Müsst ihr halt immer bedenken, ich spiele hier eine ältere Version, wenn ihr Tipps und sowas schreibt. Deswegen die aktuellen Sachen, die hinterher noch nicht. Wie krass hoch geht denn das noch? Als ob das jetzt hier so ein Mega-Riesenbaum ist, den ich fälle. Okay, das mit den Fackeln ist ein bisschen nervig auf der Zweithand, weil er die immer platziert. Was soll das? Ich muss das echt gut timen, sonst platziert immer eine Fackel statt.
den Block, den ich gerne hätte. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, den Baum fertig soweit. Ist auch ein Apfel, den will ich haben. Hier vorne kommt es hin. Einfach so ein kleines, süßes Hütchen, habe ich jetzt so gedacht. So, bei dem Fundament mache ich jetzt einfach mal Stein hin. Wir müssen auch gleich unbedingt Truhen bauen, weil ihr seht ja, ich kann schon nichts mehr aufsammeln. Oh, Bruchstein ist auch vorbei. Boah, zwei Stück fehlen uns. Aber die kriegen wir schnell hier vorne. Gleich mal, ob ich es noch hinkriege, eine Truhe zu bauen. Das wäre echt praktisch. Ach, kann ich auch nicht mehr aufnehmen. So viel Dreck. So, jetzt haben wir das hier. Und dann haben wir das Fundament fertig. Ich glaube, ich muss noch eine Reihe mehr machen, oder? Nee, wir lassen es erstmal so. Ich will auch nicht zu groß bauen. Sonst brauche ich so viel Material. Okay, das nehme ich jetzt mal hier weg. Das nervt ja richtig, dass er immer dann die Dinger platziert. Ich glaube, ich mache das 4 hoch. Jo, das sieht ganz gut aus. Das mache ich jetzt auf allen Seiten. Sehr schön. Und ich glaube, eine Kiste geht einfach so, ne? Ja. Machen wir mal 2 Stück eben. Ich weiß echt nicht, wohin mit meinem ganzen Zeug. Das ist wirklich schlimm. Deswegen ist die Truhe wirklich Gold wert. Und da kommt jetzt erstmal alles rein, was wir gerade nicht brauchen. Damit wir einfach ein bisschen Platz haben und vernünftig spielen können. Brauche ich noch gebratenes Schweinefleisch. Oh, wir haben sogar schon ein bisschen Leder. Können wir daraus nicht eine Rüstung machen? Wäre doch auch ganz praktisch. Ich glaube, ich kann daraus einen Helm am besten machen. Yay, wir haben einen Lederhelm. Sehr gut. Okay, ansonsten haben wir jetzt schon wieder ganz gut Platz. Das Holz habe ich leider auch abgelegt. Das brauchen wir noch. Und jetzt können wir nämlich hier das Ganze bauen. Das mal kurz hier rüber. Den Ofen brauchen wir eigentlich auch, den können wir nochmal eben anschmeißen. Hätte ich jetzt gesagt. Da haben wir nämlich noch einiges an Fleisch und Kohle. Kann dann braten in der Zeit. Kommt die Tür hier rein? Ich muss das doch nochmal einen breiter bauen, damit das gleichmäßig ist. Ich glaube schon. Ja, wir müssen noch einen rübergehen. So. Perfekt. Hier wollte ich gar nicht zubauen. Hier kommt dann gleich Glasscheibe oder sowas rein, eine Glasscheibe rein. Können wir hier einmal den Sand nehmen. Den brauchen wir nämlich gleich auch. Fleisch nehmen wir mit. Sand rein. Das Kies, okay. Sieht doch schon langsam nach Haus ein bisschen aus. Tür rein. Sehr schön. So, dann machen wir natürlich auch noch weiter. Hier kommt auch eine Scheibe rein.
auf der Rückseite hätte ich auch gerne noch natürlich Scheiben. Brauchen aber noch mehr Holz. Die Nacht kommt immer so schnell. Was war das? Diese Geräusche. Ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Das hört sich nicht so... Oh oh. Ich glaube, das ist etwas Kleines Gefährliches. Der chillt immer noch über der Lava. Sieht aus wie Raptoren oder so. Oh mein Gott. Die nachtaktiv sind. Nachtaktiv ist eh immer schon mal ein schlechtes Zeichen. Meistens sind das böse dann. Wir gehen schlafen. Oh, was jetzt? Oh mein Gott, ich sterbe. Weil ich das Bett in einem zu kleinen Raum gebaut habe, bin ich in der Wand gespawnt und gestorben. Oh mein Gott. Ja, Leute, dann ist das wohl das Ende von der ersten Folge in Minecraft. Ne, Jurassic Minecraft nenne ich das Ganze einfach mal, würde ich sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War jetzt ein unerwartetes Ende, muss ich sagen. Ich würde sagen, beim nächsten Mal versuchen wir dann unser Haus wiederzufinden und dann von dort aus die Insel ein bisschen zu erkunden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.